Was geht ab, meine lieben Sammlerfreunde, und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute soll es um das Thema RGS gehen, warum ich sie für mich zum Sammeln als Grading-Firma ab sofort fallen lassen werde und was für mich jetzt aktuell meine aktiven Alternativen sind. Denn das Ganze sind zwei Stück, und auch wenn ich sie schon öfters nun mal in anderen Videos erzählt habe, möchte ich dieses Video dazu nutzen, um es nochmal nun bewusst nochmal ja, zu präsentieren und auch zu begründen, warum und weshalb. Ich würde sagen, es geht direkt los nach dem Intro. Viel Spaß! Gut, fangen wir auch direkt an. Und ich möchte im Voraus einmal sagen, ich werde das Ganze wieder mit Timeslots machen. Also für die, die gewisse Sachen nicht so interessiert, können das gerne überspringen. Denn ich möchte jetzt mit einer kleinen Geschichte anfangen. Warum und weshalb wie ich zu RGS gekommen bin. Also Geschichte ist übertrieben, aber eine kleine kurze Zusammenfassung. Ich habe damals halt angefangen zu schauen, also Anfang letzten Jahres müsste das gewesen sein, Anfang 21, Ende 20. Ende 20 haben sie ja aufgemacht, genau. Und dann habe ich sie schon mal gelesen, okay, sie sind relativ neu, es ist halt eine deutsche Firma, habe mir aber dabei halt nicht so viel erstmal gedacht. Ich fand es halt interessant, weil es eine deutsche Firma erstmal ist. Habe mich aber damit noch nicht weiter beschäftigt. Ich wusste nur, ich kenne mich mit der ganzen Thematik nicht aus, mir ist es zu risikoreich, nach Amerika, nach VGA oder WATA zu schicken. Gerade wenn ich mich damit überhaupt nicht auskenne, wie. Und ihr kennt ja die VGA-Seite, da muss ich nicht weiter zu irgendwie was sagen. Und ja, da ist das Ganze halt nun mal so, dass ich mir überlegt habe, okay, was kann man da so nehmen? Weil auch zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht so viele deutsche Grading-Firmen. Man hat mal was gesehen von EGS noch und ja, ich weiß gar nicht, gab es noch mal irgendwas anderes, eine andere Firma, die dann zu dem Zeitpunkt deutsche Spiele gegradet haben? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall war das nicht viel. Und ich war halt so hin und her gerissen. Hab mir auch Ende 2020 nichts irgendwie dabei gedacht. So, und hab mich dann erstmal damit beschäftigt, stückchenweise. Allgemein das Thema Grading, ne, und auf was muss man achten. So ein paar Basics mir erstmal angeeignet. Bin dadurch halt auch auf die ersten Kontakte, auch über YouTube bzw. Instagram gekommen und bin halt dann auf den guten Panovi irgendwann gestoßen und habe dann mit ihm halt ein bisschen geschrieben. Und das hat direkt gepasst und wir haben uns super verstanden. Ja, und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass er gesagt hat, hey, wie sieht's aus? Ich möchte RGS mal ausprobieren. Hast du auch Lust? Und dann könnten wir es direkt ja auch mal die Zeit nutzen, um uns mal kennenzulernen. Und da war halt für mich dann so der Punkt, wo ich einfach mal spontan gesagt habe, ich mach's. So, ich fahre circa 4 Stunden von da, wo ich jetzt wohne, bis zu RGS nach Kürten. Und das ist schon eine Hausnummer. So, Panovi fährt circa die Hälfte vielleicht. Also, er hat ja nicht so eine riesen Strecke vor sich gehabt. Aber ich habe gesagt, ich mach's. Und das Ganze habt ihr dann auch in dem ersten Video gesehen, ne, dass ich früh aufgestanden bin und dass es ein langer Tag war. Aber es war cool. So, man hat eine deutsche Grading-Firma gesehen, ich war persönlich vor Ort, ich habe jemand Neues kennengelernt und ne, ich bin dann mit Panovi noch bis heute, komme ich gut zurecht, wir schreiben immer wieder mal und es passt halt einfach alles. Das wäre alles so nicht sonst gewesen, man hätte die Person nicht kennengelernt, man hätte das mit LGS so nicht kennengelernt, das war mal so ein, ja, Einblick hinter die Kulissen ist vielleicht zu viel, ne, wir haben nicht viel gezeigt bekommen, ist ja auch kein... Der vielleicht auch schon mal bei RGS war, das ist ja nicht riesig. Dort einfach nur ne, der kleine Vorraum und dann halt ein weiterer kleiner Raum, wo dann das Grading-Prozess stattfindet und so ein paar, 2, 3 kleine Räume halt und solche Sachen. Aber war ganz cool, dass das, was sie uns zeigen wollten, uns das auch gezeigt haben und dass man einfach mal quatschen konnte, es war ein super Tag. Dementsprechend war ich fasziniert von RGS, weil es ist meine erste Berührung mit einer Grading-Firma gewesen, dann ist es eine deutsche, wo man relativ schnell mehr hinkommt. Und man hat persönlichen Kontakt gehabt. Und das ist erstmal was sehr Positives. Ja, dementsprechend, ne, was abgegeben, hatte ja was dabei. Beziehungsweise, ich habe ja sogar schon weggeschickt gehabt, parallel davor, mein New Super Mario Bros. Wii.
was ich hier habe, und My Biomutant Collector's Edition für die PS4, was ich ja mittlerweile schon wieder verkauft habe vor einiger Zeit. Und ja, dann hatte ich halt direkt mit Panovi praktisch meine zweite Submission abgegeben. Ich muss zu sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich meine erste ab weggeschickt habe. Ich glaube, Frühjahr 21 oder so. Genau, doch sie ist wiedergekommen, kurz bevor ich mit Panovi hingefahren bin. Ich glaube, Oktober ist sie wiedergekommen, November sind wir zu RGS. Also, ne, ist schon wieder so lange her, ich habe auch nicht mal alles im Kopf. Und dann hatte ich ja, ne, die Xbox, die jetzt hier oben steht, dabei, die beiden Controller und noch ein paar andere Sachen. Also, ich habe wirklich einiges abgegeben, weil ich war richtig froh, eine Firma gefunden zu haben, wo ich das Label geil finde, die Qualität gut finde. Es ist nicht weit weg, man hat Kommunikation gehabt, es hat alles gepasst und ich war glücklich. So dementsprechend habe ich halt auch RGS lange verteidigt und selbst wenn mal was Kleines passiert ist, habe ich ja auch immer gesagt, ja, es ist halt eine neue Firma, ist ja auch normal. Auch Pixel Grading wird vielleicht mal irgendwann einen Fehler unterlaufen oder One Upgrade oder so. Das gehört auch mal dazu, mein Gott, Fehler können passieren. Da habe ich es nicht verstanden, dass halt direkt eingedroschen wurde. Das ist auch meiner Meinung nach zumindest am Anfang eher der Punkt gewesen. Gerade diese, ich weiß nicht, wie ich es vorsichtig ausdrücken soll, die Leute, die ausschließlich nur auf VGA und WADA-Seite sind und nicht, weil sie halt einfach sagen, ja, das ist halt ihre Firma, sondern nach dem Motto, alles andere ist aus Prinzip scheiße. So, und wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf. Dementsprechend bin ich da immer sehr pingelig. Also, wenn mir jemand das so rüberbringt, schon so, ja, aus Prinzip, das einzig wahre ist VGA, war da schon gefühlt grenzwertig oder halt andersrum, je nachdem. Und alles andere kannst du sowieso vergessen. Ja, sowas nehme ich halt nicht ernst und sowas ist mir halt auch ziemlich egal. Das habe ich auch gemerkt in den ganzen Kommentaren von dem ersten Video und so. Und das war mir egal. Ja, dann. Ne, die zweite Submission gehabt und dann was abgegeben und dann waren so die ersten Sachen. So, ich hatte ja dann noch, was ich ja auch mit abgegeben hatte, eigentlich mit der ersten Submission, mein Far Cry Primal, was ja mittlerweile von One Upgrade gegradet ist. Und das war ja dann nur in einem Acrylcase, weil eine falsche Kommunikation war. Gut, wir haben miteinander vorbeigeredet, schwamm drüber, passiert. So, ich bin dann auch nochmal damals in den Chat durchgegangen und man konnte es halt auch falsch verstehen. Vielleicht haben wir da beide einfach nicht richtig perfekt geschrieben oder das kommuniziert auch am Telefon, ich weiß es nicht. Hab dann auch Ersatz bekommen, also hat alles gepasst, ich habe eine Entschädigung bekommen und es war alles in Ordnung für mich. So, und dann habe ich halt einfach das Authentic, also beziehungsweise ich habe ein Gratis-Grade damals bekommen und habe dann gesagt, ist in Ordnung. So, und das ist halt das Gratis-Grade, was ich jetzt hier unten mit den Amiibos. Kann man es sehen? Ja, da vorne. dann jetzt gemacht habe, also erst einige Zeit später, weil es sich halt einfach vorher nicht ergeben hat. Und ja, das ist halt so der erste Fehler gewesen, den ich aber nicht schlimm fand für mich jetzt persönlich. Und dann kam halt die zweite Submission. Und da war zum Beispiel mein Mario Kart 8 dabei. Gut, mittlerweile muss ich auch da sagen, was ja dann als Authentic gegradet wurde. Weil es ja schon mal geöffnet wurde. Gut, das hat jetzt Pixel tatsächlich genauso auch gesagt. Da habe ich jetzt auch nochmal nachgefragt und hat auch gesagt, nee, das zählt ja nicht mehr als New in Box. Gut, ja, ich bin jetzt nicht zu weit in der Materie drin. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, warum man sowas dann nicht in der Art graden lassen kann. Ich finde, sowas müsste irgendwie eigentlich möglich sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei One Upgrade theoretisch als Qualified hätte machen können, weil der Inhalt ist halt sealed gewesen. So diese Figur wurde nie ausgepackt, das Spiel war sealed, auch wenn die Verpackung geöffnet wurde. Ich finde halt die Problematik bei den Wii U Games ist halt einfach, also bei diesen Collector's Boxen, da gab es ja einige von, dass die halt nicht wie die Wii-Spiele, also wie das Mario Kart Wii, den Siegel hatten. So, und ja, das sind halt genau solche Sachen. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass halt da ein kleiner Fehler mit drin war. Dann jetzt bei meinem Assassin's Creed für die PS3, da war jetzt auch ein Release-Jahr-Fehler drin. Halt solche Sachen. Also es ist schon öfters vorgekommen. Bei mir aber noch alles relativ harmlos. Ich habe jetzt, und jetzt komme ich zu dem Punkt, worum ich sage, mit der nächsten Timeline, warum ich RGS nicht mehr machen möchte. Ich habe jetzt mitbekommen, dass einfach schon zu viel Mist gebaut wurde.
Und dass die Kommunikation, habe ich ja selber auch bemerkt, von Monat zu Monat immer schlechter wurde. Und das ist Fakt. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Also, Panovi und ich haben so oft auch mit Martin drüber gesprochen. Und wir haben auch mehr, es muss mehr in den sozialen Medien passieren. Und da muss mal was gemacht werden. So, und ich weiß auch nicht. Wir haben ja schon auch positives Feedback immer wieder versucht rauszugeben, auch wenn wir kleine YouTuber sind. Aber ja, irgendwie wollte er darauf nicht hören. So, dass er halt auch, oder dass die halt mal was machen müssen. Ich kann verstehen, wenn er sagt, ja, die haben viel zu tun. Aber das gehört halt nun mal zu einer Firma dazu. Wenn es nämlich so, wie er immer gesagt hat, sein Baby ist, so, und das hat er mit aufgebaut und er hängt sein Herzblut mit drin, ja, dann muss man auch was tun. Auch wenn es anstrengend ist. Keiner hat gesagt, dass eine Firma leiten einfach ist. So, und das gehört halt meiner Meinung nach einfach dazu. Und sowas muss man im Voraus mit einkalkulieren. Keiner sagt ja jetzt, dass er von 0 auf 100 machen muss und die größte social mediale Plattform überhaupt, ne, sein muss und dass da alles von vorn bis hinten passt. Aber mal so einen eigenen YouTube-Kanal noch mehr erstellen oder über Instagram von mir ist auch. Mal so ein Video mit hinter die Kulissen, so wie er uns das gezeigt hat. Oder mal so ein bisschen was zeigen, ne? Oh, es kommt mal ein bisschen was an und ne, wir haben wieder eine Ladung bekommen und jetzt gehen wir als nächstes so und so damit um, irgendwie etwas Besonderes. Oder eben dann mal mit der Community arbeiten, dass sie sagen, hey, wollt ihr mal was zeigen oder irgendwie etwas, ich weiß es nicht, hier, Panovi hat ja über Elbe Grading jetzt direkt mit Rabattcode und sowas. Richtig geil. Vor allem ist es ja nicht nur positiv für ihn, sondern auch für sie, damit sie merken, okay, man arbeitet direkt mit der Community zusammen. Auch sowas hätten sie machen können. Irgendwie was, aber da kann man halt einfach gar nichts. Im Gegenteil, die Kommunikation wurde immer schlechter und irgendwann war sie gefühlt gar nicht mehr da. Und das ist für mich halt Fakt. Das eine ist, was ist bei den anderen passiert und das ist für mich, ich möchte dieses Risiko nicht mehr eingehen. Es ist eine ganz klare Sache. Und dann ist das halt einfach der andere Punkt, wo ich halt dann sagen muss, ich habe keine Lust, mit einer Firma irgendwie, also einer Firma meine Sammlung, meine Schätze zu geben, wenn die Kommunikation einfach nicht mehr da ist. So, und vor allem, wenn man das Gefühl hat, so, ja, die wissen selber gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Egal, ob das jetzt auf einen persönlich ist oder dann doch nicht. Und jetzt kommt die Nachricht, ist es was fertig, dann doch wieder nicht, dann bekommst du keine Nachricht. Bestes Beispiel. So, ich habe jetzt hier nochmal einen kurzen Cut gemacht. Und wollte jetzt nochmal drauf hinaus. Ich habe ja auch lange mit auch dann Panovi drüber geschrieben. Ne? Mit, na, hast du schon was gehört? Oder wie ist das denn? Weil einfach halt die Kommunikation bei null war. Also da war wirklich gar nichts mehr jetzt in den letzten Monaten. Man wurde einfach, muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist, ignoriert. Das ist für mich ein Fakt. Also wenn ich denen schreibe über Instagram, über E-Mail, und da kommt halt einfach nichts nach Wochen. Und ich da drei, viermal anschreiben muss, um dann mal die Hoffnung zu haben, dass nach ein paar Tagen mal was kommt. Das funktioniert nicht. Das kann einfach nicht sein. Und das ist einfach der Punkt, warum ich sage, nein, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe dann eine E-Mail bekommen, oder ich weiß gar nicht mehr, war das eine E-Mail? Doch, ich glaube eine E-Mail. Nach Wochen, nach immer wieder neu anschreiben und dann von der letzten, bis ich die Antwort bekommen habe. Keine Ahnung. Auch nochmal 1,5, 2 Wochen. Kam dann, ja, deine Sachen sollten nächste Woche fertig sein. Und wir bekommen jetzt die Cases. Genau, so war das nach Motto. Ich habe so, Leute, wir sind jetzt schon wieder drüber. Es kann ja nicht sein. Also 80 Tage ist angegeben. So, und wir haben im Mai abgegeben. Direkt an dem Tag, wo wir unsere Submission abgeholt haben. Und ich kann mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen, dass die so viel zu tun haben, dass es schon wieder Überlänge hat. Allein von dem, was im Moment gerade stattfindet. So, und das darf einfach nicht passieren. Vor allem habe ich mehrfach nachgefragt, seid ihr gerade in dem Moment, dass ihr es einhalten könnt. Und das hat auch Martin zu uns persönlich noch im Mai gesagt. Er hat jetzt, oder sie haben die Zeit überwunden, wo sie hinterhergegangen haben. Im Mai. Und ich habe mehrfach nachgefragt. Und trotzdem ist es jetzt wieder über die 80 Tage gewesen. Das kann nicht sein. Also, das eine ist, dass ich mit Martin super klargekommen bin. Dass das, wo wir ihn gesehen haben, die Gespräche, die waren super. Möchte ich nichts gegen sagen. Und das war alles, ne, total freundlich und
wo wir dann da waren, kommunikativ offen und es hat alles gepasst. Aber das, was man jetzt einfach über die Medien so mitbekommt und auch was ich jetzt selber durch Schreiben vor allem mitbekomme, das ist für mich ein wichtiger, wichtiger Faktor. Egal, ob das jetzt bei Pixel Grading ist oder bei One Upgrade, ich kann, wenn ich Fragen habe, kann ich schreiben und ich bekomme innerhalb von Minuten in der Regel eine Antwort. Das ist wieder das andere Extrem. Es würde mir sogar reichen, wenn es innerhalb von 24, 48 Stunden wäre, da würde ja keiner was sagen. Aber nee, es zeigt, dass es funktioniert. So, was ist da deren Problem? Ich verstehe es einfach nicht. So, anstatt einfach mal zu zeigen, okay, wir haben Fehler gemacht und wir versuchen uns zu bessern, nee, wir kassieren und kassieren und kassieren und ignorieren das einfach. Und das ist nicht der richtige Weg, um seine Firma, um sein Baby aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich einfach der springende Punkt. Ich hoffe für ihn und für seine Firma, dass es funktionieren wird. Und dass sie da nochmal einen zweiten Anlauf bekommen und dass es für sie funktionieren wird. Denn die reine Theorie passt. Ich finde die Cases super, ich mag das Label. Und wenn sie wollen, können sie, was Kommunikation betrifft. Auf jeden Fall Martin. Aber warum auch immer das in den letzten Monaten immer schlechter und schlechter geworden ist, ich weiß es einfach nicht. Und dieses Risiko, und es ist auch deren Sache, ich meine, er muss es wissen, die ganze Firma muss es für sich wissen, wenn sie es zur Hand haben wollen, ist ja in Ordnung. Aber halt, ich bin da raus. So, ich möchte da jetzt auch gar kein Hassvideo draus machen oder sonst irgendetwas. Ich bin enttäuscht bei einigen Sachen, ja. Gerade jetzt mit meiner letzten Submission, die ihr ja gesehen habt mit den Gameboys. Hier jetzt, so gerade mit dem hier. Das eine ist mit dem Pocket, dass der eigentlich in einem besseren Zustand war, mal davon ganz ab. Aber auch das hier, das müsste eine Gold sein. Wäre es wenigstens eine 85 plus gewesen, wäre ich zufrieden gewesen. Aber jetzt hier eine 85, das geht gar nicht. Und dann, wenn ich Geschichten höre mit, ja, erst wird gesagt, ja, man kann das wieder einsenden und die korrigieren das. Und dann machen sie es irgendwie doch wieder nicht, weil sie Angst haben, da wird was kaputt gemacht. Und dann dauert es trotzdem Monate. So, das ist ja noch die Krönung. Ich verstehe solche Geschichten einfach nicht. Und das sind ja keine Einzelfälle. So, ich bin echt gespannt, was jetzt bei meinem Kollegen Panubi ist, weil da sind ja auch ein oder zwei Games und ich glaube, ja doch, ich glaube zwei Games, wo eine Korrektur drin war und dann hat er noch eine Karte abgegeben, irgendwie so. Also da bin ich echt gespannt, was bei den Games drin ist. Also wie sie das machen und ob sie es gemacht haben und wie auch immer. Ja, das ist wirklich so eine Sache. Und da bin ich halt wirklich nicht glücklich mit. Und dieses Risiko möchte ich einfach nicht mehr eingehen. Diese Unwissenheit, ist was mit den Sachen, passiert da was mit? Ist da wieder irgendwie was vorgefallen oder was auch immer. Und ja, auch die Sache, so dieses, ja, die bewerten jetzt strenger, gerade bei Konsolen. Ich kann es ja verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass das nur eine 75 plus ist, gerade mit dem Wasserschaden, als Beispiel jetzt. Klar war ich am Anfang enttäuscht, aber gut, ist halt so. Aber bestes Beispiel sind die Gameboys. Das eine ist, klar, Grading liegt immer im Auge des Betrachters. Ich glaube, jede Firma würde das anders nochmal bewerten. Auch jede Person natürlich, die das macht. Aber wenn du offensichtlich zwei Packungen nebeneinander hast und das eine hat einen Schaden, egal ob das jetzt selber verursacht ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber eine OVP, die offensichtlich Schäden hat, mit einer OVP, die so gut wie gar nichts hat und sogar die Kanten noch super sind, keine Abnutzungsspuren oder sonst irgendetwas, und dann kriegt das einfach das gleiche Grade. Also, ne, also Subgrade von der OVP jetzt, von der Verpackung. Sorry. Das ist ja, als ob ich jetzt sagen würde, ja, mein Neuwagen oder mein Gebrauchtwagen ist genauso viel wert oder weniger wert wie mein Neuwagen. So, obwohl es offensichtlich das eine Gebrauchsspuren hat und das andere nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Also, sorry. Ich habe jetzt von so vielen Leuten die Bestätigung bekommen, dass sie auch sagen, das wäre locker Gold, wenn nicht sogar, dass ich die Bestätigung bekommen habe, dass auch einige sehen, das könnte die 90 sein, so wie ich mir das auch eigentlich auch gehofft habe. Und das finde ich super, dass ich einfach auch mal meine Einschätzung so langsam so ein bisschen trauen kann. wie gesagt, wäre es von mir jetzt auf die 85 plus geworden. Aber einfach, mich ärgert gar nicht mal diese 85. Und die ärgert, also doch, sie ärgert mich, aber das Schlimmste ist für mich einfach dieses Offensichtliche, das einfach unrealistisch ist, dass einfach die Box dieselbe Bewertung bekommen haben. Und es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Ja, dementsprechend ist das halt für mich so eine Sache. Und ich weiß, ich kann es wieder nicht hinschicken, weil, ne, wer weiß, was dann wieder ist, dann ist es wieder Ewigkeiten weg und ich möchte dieses ganze Tamtam halt nicht mehr haben. Dementsprechend, so traurig wie es ist, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Zumindest den Game Boy Color,
lasse ich erstmal so. Der Pocket, der wird cross-gegradet. Das habe ich mich schon, ja, habe ich mich schon so drauf beschlossen. Beim Color weiß ich es noch nicht, ob ich es machen werde oder nicht. Ich meine, erstmal steht er ja da und es sieht halt gut aus. Ich muss halt sagen, erzählt mir mal gerne in den Kommentaren, wie ihr das seht. Ich finde halt, mal abseits jetzt von der Firma, ich finde das Label sieht doch gut aus. Ich finde gerade in Kombination mit dem Gameboy selbst, sieht er schon gut aus. Also ich mag die Kombination. Ja, das ist so das Thema, was wir jetzt so haben. Deswegen kein LGS mehr. Ich möchte halt einfach kein Risiko eingehen. Eine Sache, die ich noch dazwischen schieben möchte, ist, warum ich es auch etwas schade finde, warum ich erstmal mich auch dazu entschieden habe, nicht mehr zu RGS zu schicken. Und zwar, dass zwei Gründe, beziehungsweise drei Sachen sind es eigentlich. Und zwar würde ich ganz gerne eigentlich meine Sachen noch vervollständigen. Sprich, von meiner Xbox da oben hätte ich ganz gerne eigentlich Halo Infinite noch von RGS gegradet dazu gehabt. Und eventuell sogar im Bestfall Forza Horizon 5 wegen dem Controller, dass das halt zusammengehört. Das wäre noch eine coole Sache gewesen. Und ihr seht da unten meine SIP PS2 Games. Da fehlt mir noch Lego Star Wars 2 klassische Trilogie als SIP. Ich weiß, es ist jetzt nichts Besonderes und eigentlich war das ja sogar ein Fehler, dass die als SIP jetzt gekommen sind, war ja nicht geplant. Aber um der Vollständigkeit halber wäre das eine coole Sache gewesen und das ärgert mich ein bisschen. Aber wer weiß. Vielleicht kommt man irgendwann nochmal, warum auch immer, zu so einer Situation, dass man da doch nochmal ja, die Möglichkeit hat, an diese Spiele ranzukommen. Gut, und was ist jetzt mit meinen neuen Firmen? Die erste Firma, ganz klar, Pixel Grading. Ja, liegt ganz einfach daran, dass die Community ist super, die Verarbeitung ist super, das Label ist der Hammer. Es sieht mega geil aus, egal jetzt ob bei älteren Games oder nicht. Ich finde jetzt gerade bei dem Mario Kart, jedes Mal, wenn ich es neu in der Hand habe, sieht es gut aus. Und ich freue mich so sehr auf meinen Rest. Ich freue mich so sehr. Dann auch mit der Rückseite, dass das auch bedruckt ist. Hammergeil. Hammergeil. Deswegen, ich vertraue darauf, dass Pixel Grading eine super Kombination ist aus Community ist gut. Also die, ne, Verarbeitung und so ist Ich gut. Vertraue darauf, dass das, ja, das Pixel Grading halt einfach das auch vielleicht international schaffen wird. Also zumindest europäisch, dass man da sagen kann, ne, so, ich sag mal Höhe UKG, so dass man einfach weiß, ja, das ist für den europäischen Markt, ist das die Firma. So, und ich glaube, da kann sich Pixel Grading in den nächsten Jahren bestimmt gut hinarbeiten, wenn sie so weitermachen. Vor allem, weil ja da eben, man weiß, wer dahinter steckt und da stecken Erfahrungen dahinter und das ist halt wirklich super. Dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft mit Pixel Grading zu tun hat. Und die zweite Firma ist One Upgrade. Ich habe jetzt bewusst mein Far Cry wieder genommen, weil meine PS4 kann ich hier schlecht hinpacken. Und ich habe bisher noch nichts anderes von One Upgrade. Meine nächste Submission ist noch nicht zurück, weil ich gesagt habe, ich möchte auf das neue Label warten. Das heißt, das nächste Paket von One Upgrade wird schon das neue Label haben, Leute. Da freue ich mich drauf. ja, da muss ich sagen, ich hole es jetzt nochmal her. Ich finde, das Label sieht halt einfach geil aus. Und jetzt haben sie das neue Label präsentiert. Das ist noch viel, viel geiler. Also ich mochte es vorher schon, weil es auch so einen Retro-Look hat. Ich finde, der Pixel Grading ist mehr so ein bisschen wie VGA. Dieses cleane, edle. Und das hier hat diesen typischen Retro-Look, was ich möchte die gar nicht miteinander vergleichen. Das ist wie Tag und Nacht für mich. Und deswegen möchte ich auch beide aktiv sammeln. Weil ich dann einfach weiß, okay, die einen Sachen kommen mehr zu Pixel Grading und die anderen Sachen mehr zu One Upgrade. Und jetzt gerade mit dem neuen Label, gerade für meine Retro-Sachen, ist es eine geile Sache. Auf der einen Seite habe ich immer gesagt, ne, Pixel Grading, da passten dann auch die Pixels, so Retro-Spiele dazu. Aber ich werde, also so ein paar Special Games, die ich unbedingt von Pixel gegradet haben möchte, werde ich dann auch zu Pixel schicken. Aber einen Großteil von den Retro-Sachen werde ich, denke ich mal, dann in Zukunft bei One Upgrade machen lassen. Für mich aus einem ganz einfachen Grunde, ich sehe es zum Beispiel nicht ein, die alten Konsolen, NES, SNES, N64 und ehrlich gesagt eigentlich auch GameCube. Ich würde mal sagen, dieses Spektrum, NES bis GameCube und dann auch PS1 und PS2 wahrscheinlich auch,
und vielleicht auch die erste Xbox oder so, dass diese älteren Sachen, dass ich das alles zu One Upgrade geben werde, weil du die halt auch in einem guten, gebrauchten Zustand machen kannst und sie bieten halt nun mal SIP-Konsolen an. Und damit bin ich auch glücklich. So, am Anfang habe ich auch gehofft, dass Pixel Grading es auch macht. Mittlerweile, ich würde es trotzdem auch ausprobieren und ich würde es auch schön finden, aber ich würde es auch gar nicht mehr so schlimm finden, wenn nicht, weil dafür habe ich jetzt eine gute Alternative gefunden. Und ich denke mal, so kommt man dann ganz gut hin. Bei den neueren Sachen, ne, also bei Nintendo, dann ab Wii bis jetzt und dann ne, PS3, gut, sammle ich jetzt nicht so, aber zum Beispiel PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, all solche Geschichten kommen dann eben zu Pixel Grading. Und so habe ich, denke ich mal, jetzt zwei gute Sparten, wo ich halt weiß, ältere Sachen, wo es auch einfach zu teuer ist, Seed-Konsolen und oder auch die Seed-Spiele zu bekommen, werden zu One Upgrade gehen. Und weil ich da halt auch dann viel mit SIP arbeiten werde. Und das andere ist halt dann Pixel Grading bei den neueren Sachen, also neu beziehungsweise halt relativ alt. Dass das halt dann eben zu Pixel Grading geben wird. Das sind jetzt so meine beiden Sparten, die ich machen werde. Gut, das ist jetzt so das, was ich mal loswerden wollte. Warum und weshalb das Ganze jetzt so ist, wie es ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Teilt ihr meine Meinung? Seht ihr das Ganze noch extremer oder eben gar nicht, was es in Bezug ist auf RGS betrifft? Und aber auch gerne auf die Themen Pixel Grading und One Upgrade. Seid ihr gespannt drauf, was ich auch noch so hinschicken werde? Was schickt ihr da vielleicht zu den beiden Firmen oder ein zu den beiden Firmen auch mit hin? Ich bin gespannt und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, bis dann und ciao!